Fröhliche Gesichter, glückliche Kinder und gute Stimmung. Der FCN war in Nürnbergs Grundschulen unterwegs und besuchte die Erstklässler. Na, wir wollen natürlich eine Bindung aufbauen. Der Club will nahbar sein. Wir wollen niedrige Zäune und kleine Wege haben, zusammen mit den Kindern. Und die Kinder müssen schon spüren, dass es hier einen Verein in dieser Stadt gibt, der sich um sie kümmert und der als großen Antrieb hat, dass es den Kindern auch gut geht. Der Club war aber nicht nur zu Besuch, sondern brachte auch viele Geschenke mit. Wie in den letzten Jahren erhielten die Erstklässler einen FCN-Turnbeutel mit. Allerhand Zubehör, was die Kinder so im Alltag begleitet, also vom Radiergummi über den Stift bis hin zum Lineal. Aber ganz wichtig ist für uns natürlich auch, dass wir da nachhaltig eine Zusammengehörigkeit erzeugen. Und wir haben natürlich auch wieder eingeladen, wie jedes Jahr, dass die kleinen Steppkes zu uns mal ins Stadion kommen. Doch nicht nur unser kaufmännischer Vorstand war anwesend, sondern auch die Clubprofis, die zum ersten Mal seit Pandemiebeginn die Schulen besuchen konnten. Ich glaube, wenn ich damals in der Situation gewesen wäre, damals als Erstklässler, hätte ich mich auch sehr gefreut, wenn da jemand vom Club oder von einem anderen Verein vorbeigeschaut hätte. Deswegen, man hat schon den Kindern angemerkt, dass sie sich da gefreut haben. Natürlich auch was zu bekommen, das ist ja auch ganz klar als kleines Kind, wenn du 7, 8 Jahre bist, freust du dich natürlich immer über Geschenke. Und das hat man einfach gemerkt, dass sich heute alle gefreut haben. Deswegen macht man sowas sehr gerne. Wenn da unbekannte Männer vorne stehen und Turnbeutel verteilen, dann ist es natürlich nicht so schön, wie wenn Spieler dabei sind. Und wenn da jemand da ist, den man sonst im Stadion zujubelt, dann finden es die Kinder natürlich ganz aufregend. Neben den Spielern der Herrenmannschaft waren auch die Clubfrauen vertreten. Ich denke, jetzt nachdem die Fusion durch ist, ist es auf jeden Fall wichtig, dass wir auch an solchen Terminen teilnehmen. Und das machen wir auch sehr gerne. Wir wollen den Verein vertreten und ich glaube, solche Aktionen sind super, wenn dann die Kids auch sehr viel Spaß mit den Sachen haben. Über 5200 Erstklässler in über 60 Grundschulen konnten sich über den FCN-Besuch freuen, der nicht nur bei den Kindern für Begeisterung sorgte, sondern auch für Spieler und Verantwortliche ein besonderes Erlebnis war. Ich glaube, es ist jetzt nicht nur, dass wir einfach präsent sind, sondern ja, dass wir einfach als Nürnberg ein bisschen was mitgeben von dem, was wir können, weil wir in einer sehr privilegierten Lage sind. Aber natürlich auch die Kinder an den Club heranzuführen, weil sie wohnen in Nürnberg. Es ist schön, wenn du mit dem Club aufwachsen kannst. Ja, das ist schon toll, wenn man da fragt, wisst ihr denn, wer der erste FC Nürnberg ist? Und da kommen lauter Hände in die Höhe geschnallt. Und da wird dann ganz viel erzählt, wie der Club dann einfach eine Bedeutung hat in dem Leben. Deswegen wollen wir darauf aufbauen. Alles in allem war es für alle Beteiligten eine gelungene Veranstaltung in der Vorweihnachtszeit. Ja, wir haben uns lange auf den Termin gefreut, weil es uns wichtig ist und den Erstklässlern eben eine kleine Aufmerksamkeit zu geben. Super, einfach super. Begeisternd, wie das hier organisiert war und wie die Kinder mitgemacht haben und wie sie sich gefreut haben über unseren Sportbeutel und über den Club. Das war einmalig.